Noch am selben Abend hat Dina ein versöhnliches Gespräch mit ihrem Vater geführt. Doch dem Anwalt hat das merkwürdige Verhalten seiner Mandantin keine Ruhe gelassen. Und als er am nächsten Tag ins Heim kommt, wird sein Verdacht bestätigt. Herr Meier? Hallo, ich hätte gar nicht gedacht, Sie hier zu sehen. Hallo. Hallo. Ganz ehrlich, Herr Gödings, ich glaube, Sie sind zu spät. Zu spät? Ja, die Anhörung ist bereits ohne Sie über die Bühne gegangen. Aha. Aber die junge Dame hat das ganz wunderbar allein hinbekommen. Wenn ich die junge Dame mal ganz gut sprechen könnte, vielleicht. Ja, selbstverständlich, natürlich. Barnes. Sagen Sie mal, was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht? Ja? Sie sollen doch hier nicht mogeln, Sie sollen auch nichts Falsches erzählen. Das kommt raus, ja, und dann verlieren Sie jegliche Glaubwürdigkeit. War das jetzt intelligent oder was? Aber nein, war es nicht. Nicht was, ja, aber. Ich wusste nicht mehr, was ich noch machen soll. Ja, Sie wissen doch, dass es über früher oder später rauskommt. Jetzt hören Sie doch endlich auf. Gehen Sie zum Richter und sagen Sie ihm, dass ich. Ja, Meiers. Dass Sie sich das an. Dass Sie sich das an. Ja. Das kann ich nicht. Ja, ja. Sehen Sie jetzt noch einen Salat. Verdammt nochmal, Dina. Warum hörst du nicht auf mich? Was soll das Ganze denn jetzt? Ha? Was hast du dabei gedacht? Schönen guten Tag, Herr Kollege. Ja, Herr Kollege. Ich weiß ja nicht, was Sie hier gerade inszenieren, aber es sieht nicht gut aus. Ja? Ich denke, selbst Sie müssen im Studium gelernt haben, dass eine familiär geregelte Betreuungsvorsorge. Was soll das? Moment, ja, eine familiär geregelte Betreuung. Entschuldigung, Herr Richter. Meine Mandantin, die Frau Marianne Ahrens, hat schon seit vielen Jahren eine wirksame Betreuungsvollmacht für ihren Vater. So sieht's aus. Wie bitte? Davon haben Sie mir gar nichts gesagt. Ja, ich glaube auch, dass mein Kollege sich da nicht ganz glücklich ausgedrückt hat. Also Fakt ist auf jeden Fall, dass unter rechtlichem Gesichtspunkt einiges drunter und drüber gegangen ist. Das räume ich ein. Aber unter menschlichem Gesichtspunkt ist meine Mandantin ganz weit vorne. Sie möchte hier für ihren Vater einstehen, möchte sich um ihn kümmern und möchte vor allen Dingen, dass der Vater zu Hause gepflegt wird und nicht in einem Heim, so wie das die Mandantin von Ihnen will, Herr Kollege. Und noch etwas, was Sie noch nicht wussten, was ich selber auch gar nicht wusste, das haben mir nämlich die Pfleger erzählt, weil Papa es Ihnen erzählt hat, Dina ist gar nicht seine leibliche Tochter. Was sagen Sie dazu? Also das sind ja ist das denn tatsächlich so, dass Sie jetzt hier die Betreuung erschleichen wollen, ja? Damit, also, Herr Kollege, das ist doch Schwachsinn. Damit Sie sich an Ihrem Vater rächen, ja? Also das passt einfach hinten und vorne nicht. Das ist doch Humbug, ja? Was kombinieren Sie denn hier zusammen? 2 und 2 = 5 also, oder was? Mir reicht jetzt dieses Affentheater. Herr Ahrens, machen Sie es gut. Und Sie? Sie haben mich angelogen und meine Zeit gestohlen. Wissen Sie, was das für strafrechtliche Konsequenzen für Sie hat? Ihr Vater kann froh sein, dass er eine Tochter hat, die vernünftig ist und sich um ihn kümmert. Ihren Antrag auf Einrichtung der gesetzlichen Betreuung weise ich ab. Also durch diese Kamikaze-Aktion hat meine Mandantin wirklich sehr viel Unheil angerichtet. Ich werde jetzt als erstes mit dem Richter sprechen müssen, um das Schlimmste zu verhindern. Und außerdem muss ich mir noch mal meine Mandantin vorknöpfen, denn die kann ganz offensichtlich ihre Beine nicht stillhalten. Nach dieser großen Niederlage muss sich Dina erst einmal eine Standpauke von Anwalt Gödings anhören. Ihr ist klar. Die Chancen, den Vater aus dem Heim zu holen, werden immer geringer. Kurz entschlossen beschließt die Berlinerin, mit ihrem Vater in einer Nacht- und Nebelaktion abzuhauen. Papa. Papa. Wach auf. Wach auf. Du musst aufstehen, komm. Komm, Papa, aufstehen. Schnell. Es ist doch mitten in der Nacht. Ja, ich weiß, aber wir hauen ab. Komm jetzt. Aufstehen. Aber ich hab doch morgen meine Ballgruppe. Ja, nee, morgen hast du keine Ballgruppe. Du kommst jetzt mit, sonst bleibst du für immer hier. So, vorsichtig. Ziehst du jetzt was an? So. Zieh dir schon mal die Hose an, ich helfe dir gleich. In aller Eile packt die 21-Jährige ein paar Sachen für Stefan zusammen. Sie muss vorsichtig sein, denn niemand soll etwas merken. Ganz leise, Papa, ganz leise. Warte erst mal vorne. Auch wenn ich weiß, dass ich dadurch große Probleme kriegen werde, ich habe einfach keine andere Wahl. Ich bin so stolz auf dich, meine Dina. Ja, wir schaffen es. Ich danke dir. Nicht so laut. Ja. Ja. Ich komme gleich. Ja, ich hoffe. Ja, danke. Psch. Seitdem ihr Vater an Demenz erkrankt ist, kümmert sich die 21-jährige Dina Ahrens aufopfernd um ihn. Unglücklicherweise hat jedoch ihre Schwester die alleinige Betreuungsvollmacht über den Vater und steckt diesen gegen seinen Willen in ein Heim.
Dina sieht keinen anderen Ausweg mehr und entführt ihren Vater kurzerhand. Ihr Anwalt bekommt daraufhin einen unschönen Besuch von ihrer Schwester. Frau Ahrens, was platzen hier bitte rein? Und was wollen Sie überhaupt? Ich verstehe überhaupt Ihre Aufregung nicht. Sie wissen ganz genau, wovon ich rede. Sie stecken noch zusammen unter einer Decke. Mein Vater und Dina sind heute Nacht abgehauen. Bitte was? Und ich habe auch schon die Polizei verständigt, damit sie sie suchen. Also, das ist für mich erstens mal eine völlig neue Information. Erstens. Zweitens, es hat schon fast beleidigende Züge, dass Sie behaupten, dass ich unter einer Decke stecke. Frau Ahrens, ich bitte Sie, ja? Ich mache mir nur Sorgen, mein Vater. Also sagen Sie es mir. Sie machen sich Sorgen um Ihren Vater. Ja? Frau Ahrens, das sind aber ganz neue Töne von Ihnen. Wissen Sie was, so wie ich Sie kennengelernt habe, ja, konnten Sie Ihren Vater nicht schnell genug ins Heim schicken. Ja, da war Ihnen alles recht, ihn so schnell wie möglich loszuwerden. Und jetzt plötzlich machen Sie sich Sorgen, rufen die Polizei. Frau Ahrens, das ist unglaubwürdig. Das ist doch selbstverständlich, dass sich eine Tochter um ihren Vater Sorgen macht. Jetzt sagen Sie es mir gefällig. Ja, ich weiß es nicht und ich habe auch keine Lust auf Ihre Unterstellungen, ganz Wenn ehrlich. Wenn Sie mich angelogen haben, dann können Sie sich auf was gefasst machen. Ich zeige Sie an und dann können Sie sich Ihren Job an den Nagel hängen. Also das reicht mir jetzt, ja? Ihre Drohung können Sie sich sparen. Bitte schön. Ja, ja danke schön. Ja. Super, tschüss. Also das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt habe ich gerade den Karren für meine Mandantin aus dem Dreck gezogen und was macht die? Leistet sich ein neues Ding. Also ich muss sofort versuchen, sie ans Telefon zu bekommen, denn... Wenn das Gericht das mitbekommt, dann wird der Richter irgendeinen Fremden als Betreuer einsetzen und das war's dann. Also mir reicht es hier langsam, dass immer ich als die Böse abgestempelt werde. Papa ist der Böse und nicht ich. I'm friends with the monster. Nach der unüberlegten Kurzschlussreaktion seiner Mandantin muss Rechtsanwalt Göding sofort handeln. Der Anwalt will Dina so schnell wie möglich zur Umkehr überreden. Doch dafür muss er sie erst einmal finden. Floristan Gödings versucht sein Glück bei Jan Siebert. Ja, Herr Siebert, gut, dass Sie da sind, ja. Ja. Ich will mal von Ihnen wissen, wo die Dina ist, ja, das wissen Sie ja. Ja, kommen Sie erst mal rein, nehmen Sie Platz. Ich will nicht Platz nehmen, ja. Herr Siebert, ich will nicht Platz nehmen, ich will wissen, wo Dina ist. Was war denn das Problem oder um was geht's denn? Sie wissen ganz genau, worum es geht. Bitte spielen Sie keine Spielchen mit mir. Ich bin der Letzte, mit dem Sie Spielchen spielen sollten, ja? Dina hat völlig unvernünftig gehandelt. Und wenn sie so weitermacht, dann ist die Betreuung völlig dahin. Also, jetzt erzählen Sie, wo die steckt. Ja, also, es ist alles gar nicht so schlimm. Ich habe gerade erst mit ihr telefoniert. Den beiden geht's gut. Und mehr brauchen Sie auch erstmal nicht wissen, oder? Herr Siebert, ich will mehr wissen. Ich will vor allen Dingen wissen, wo sie steckt. Ja, den... Kann ich nicht sagen. Ich hab's versprochen. Aber ich kann Ihnen eins sagen. Da, wo Stefan jetzt ist, geht's ihm wirklich tausendmal besser. Sie haben doch das Heim gesehen. Da konnten wir ihn nicht lassen. So, jetzt erkläre ich Ihnen mal was, ja? Das Verhalten von Frau Siebert, das ist strafrechtlich relevant. Das ist Entführung, was sie hier gemacht hat. Dazu geht's bis zu 5 Jahre Gefängnis. Und Herr Siebert, wenn Sie hier nicht reden, ja, dann sind Sie Mitwisser und machen sich auch strafbar. Aber wieso denn gleich strafbar? Ich meine, wir wollen doch nur Stefan helfen. Es geht doch hier nur um ihn. Dafür kann man uns doch nicht in den Knast stecken. Also, so gut wie Ihre Absichten auch sein mögen, Sie bewirken genau das Gegenteil, ja? Wenn Sie hier nicht reden und nicht kooperativ sind, dann war's das. Reden Sie, Herr Siebert, helfen Sie mir und helfen Sie schlussendlich bitte allen. Oh, Dina wird mich umbringen, wenn ich Ihnen das sage. Das renkt sich ein. Das ist wichtiger. Ich muss es wirklich wissen. Okay, sie hat mir die Adresse vor noch mal gehen. Das ist irgendwo im Spreewald. Die Pension nennt sich am Himmelseck. Und bitte sagen Sie mir, dass ich gerade das Richtige mache. Herr Siebert, Sie haben auf jeden Fall das Richtige gemacht, ja? Ich mache das jetzt so, ich fahre vor, ich rede mit den beiden und Sie rufen nicht an. Mhm. Nicht, dass sie vorgewarnt ist, ja? Mhm. Okay. Ich melde mich bei Ihnen. Machen Sie es gut. Okay. Herr Gödinger, der Weg, das war einfach eine saublöde Idee, was wir da gemacht haben. Ich hoffe nur, dass wir es echt nicht in den Knast kommen dafür. Let me go. Nachdem Floristan Gödings von Jan den Aufenthaltsort von Dina und ihrem Vater erfahren hat, macht er sich sofort auf den Weg. Er braucht nicht lange, um seine Mandantin zu finden. Die bekommt erst einmal einen Riesenschreck. Frau Ahrens! Scheiße. Kommen Sie mal her, ich muss mal mit Ihnen sprechen. Papa, bleib mal kurz. Wer ist denn das? Ich bin der Anwalt von Ihrer Tochter, Herr Ahrens. Ach so? Papa, ich muss mal kurz was besprechen. Stell dich mal dahin, guck dich um. Frau Ahrens. Wie haben Sie uns denn so schnell gefunden? Ja, der Jan hat mir das erzählt. Aber das war ja eigentlich auch klar. Er hat hier genau das Richtige getan. Was denken Sie sich eigentlich dabei bei der ganzen Aktion? Ja, ich wusste mir nicht mehr zu helfen. Was sollte ich denn machen? Ja, die Regeln vielleicht befolgen. Ja, wenn Sie so weitermachen, dann wird Ihr Vater für immer ins Heim kommen. Ja, aber irgendwas musste ich ja machen. Ich musste ja was unternehmen. Ich meine, es wird uns doch hier keiner finden. Also, das können Sie doch so erstens gar nicht sagen. Früher oder später kommt man Ihnen auf die Schliche, wenn Ihre Schwester nicht sowieso schon Anzeige bei der Polizei erstattet hat. Und ich meine, wo ist jetzt Ihr Vater hin? Papa? Papa? Scheiße. Papa? Papa, wo bist du denn?
Papa! Papa, was machst du denn? Du solltest da warten, Mann! So? Mann! Frau Ahrens, Sie sehen doch, dass Sie mit der Situation selbst völlig überfordert sind. Und es wird Sie ja keiner verpfeifen, ich werde Sie auch nicht verpfeifen, aber es kommt früher oder später, kommt das raus und die Polizei wird Sie finden. Und wenn es schlecht läuft, dann kommen Sie sogar noch ins Gefängnis wegen Entführung. Ist es das, was Sie wollen? Ich glaube nicht. Und nein. Ihr Vater versaut im Heim. Ich will nicht ins Heim. Nein, Papa, du kommst nicht ins Heim. Herr Ahrens, keiner will, dass Sie ins Heim kommen, aber man muss sich an die Regeln... Ich will wieder nach Hause. Wir wollen alle, dass Sie nach Hause kommen, aber dazu muss man sich an die Regeln halten. Frau Ahrens, sorgen Sie dafür, dass man sich an die Regeln hält, sonst kommen wir hier nicht weiter. Na gut, da müssen wir wohl erstmal wieder, Papa. Wir packen jetzt die Sachen und los. Okay. Ich garantiere Ihnen hier, dass ich wirklich alles einsetzen werde, dass Sie nach Hause kommen, Herr Ahrens, ja? Ja, danke schön. Wir finden eine Lösung. Ja. Gut. Ich will aber nicht ins Heim. Nein. Also ich bin wirklich froh, dass meine Mandantin hier wieder zur Vernunft gekommen ist. Und ich hoffe auch, dass die Schwester von ihr nicht schon alles rausgefunden hat und Anzeige erstattet hat. Ansonsten sehe ich wirklich schwarz. Ich werde mich natürlich auch nach wie vor weiterhin für meine Mandantin einsetzen, auch wenn sie es mir nicht leicht macht. Lately I've been losing sleep. Dina Ahrens hat endlich eingesehen, dass Weglaufen keine Lösung ist. Sie hofft inständig, sich vielleicht doch noch mit ihrer Schwester einigen zu können und bringt ihren Vater zurück ins Heim. Doch dort wartet schon ihre wütende Schwester auf die Flüchtigen. Marianne, sag mal, ich will hier nicht rein. Dina, sag mal, spinnst du? Was machst du eigentlich? Was willst du, dass wir alle im Knast landen? Also Frau Arzt, dass Sie sich aber auch ständig gegen den Willen Ihres Vaters stellen müssen. Ja? Jetzt stempeln Sie mich wieder als die Böse ab. Was ist dein Problem? Ich bin ja nicht die Böse, sondern Papa ist hier der Böse. Wie Papa? Papa ist nämlich schuld an dem Ganzen. Ich hab's dir nie erzählt, weil ich dich immer schützen wollte. Du bist doch meine kleine Schwester. Ja, jetzt tue ich so. Ich hab damals den Streit zwischen unseren Eltern mitbekommen. Und dann sind sie ins Auto und... Papa wollte absichtlich Mama umbringen. Das war gar kein Unfall. Und ich wollte dich doch einfach nur schützen. Das war ein ganz normaler Unfall. Das war aber kein Marianne, Unfall. Aber Marianne, was sagst du denn da? Das ist ich die bin Wahrheit. Doch kein Mörder. Du wolltest Mama umbringen. Nein. Jetzt sag doch die Wahrheit. Das war ein Unfall. Das war kein Unfall. Ich weiß es ganz genau. Ich verstehe das hier alles nicht. Also du bist schuld an dem Ganzen. Nein. Ich kann mich an den Unfall und an den Unfall erinnern. Du lügst! Kann ich mich nicht mehr so erinnern. Ich weiß nur eins. Wir haben uns vor dem Unfall vertragen. Das stimmt überhaupt nicht. Du wolltest Mama umbringen. Jetzt sag doch die Wahrheit. Aber ich bin doch kein Mörder. Ach, ihr lügt doch. Du lügst. Ich hab doch eure Mutter geliebt. Ich glaub euch kein Wort mehr und dir auch nicht. Sag mir, Papa, warum hast du mir davon nie was erzählt? Aber Kind, das ist doch schon so lange her. Und das war doch schon alles so schwer. Ich wollte dann nur noch vergessen, weißt du. Einfach alles vergessen. Und nur, ich wollte doch nur dann für euch da sein. Ja, ich glaub's dir auch, aber es ist einfach alles so viel. Ja, sehen Sie, Herr Ahrens, es stellt sich für mich doch so dar, dass Ihre Tochter, die Marianne, Ihnen wohl ganz offensichtlich die Schuld am Tod Ihrer Frau gibt. Und deswegen möchte sie bestrafen, indem sie sie hier ins Heim steckt. Also umgekehrt gesprochen, wenn wir beweisen können, dass sie unschuldig sind am Tod ihrer Frau, ja, dann hört sie wahrscheinlich auch auf, sie hier ins Heim stecken zu wollen. Ja, aber wie können wir das denn beweisen? Ja, das ist genau der Punkt, da werde ich mich jetzt heransetzen. Ich werde den Unfall noch mal aufrollen müssen, ich werde mir die Akten noch mal anschauen. Deswegen würde ich sagen, fahre ich gleich eigentlich sofort zur Staatsanwaltschaft und schaue mir das an. Ich melde mich dann bei Ihnen, ja? Okay, vielen Dank. Ja, danke. Nach allem, was Herr Ahrens erzählt hat und vor allen Dingen, wie er es erzählt hat, glaube ich nicht, dass er seine Frau absichtlich in den Tod gefahren hat. Und ich hoffe wirklich sehr, dass er hier recht hat und dass Marianne ihre Meinung ändert und dass endlich wieder Frieden einzieht. Aber das gilt es jetzt erstmal zu beweisen. Und genau deswegen werde ich mir jetzt die Unfallakte anschauen. Sofort beantragt Florestan Gödings bei der Staatsanwaltschaft Akteneinsicht. Eine Woche später ist der Antrag bewilligt. Und der Anwalt hofft, in den Akten Hinweise für Stefans Unschuld am Autounfall vor 20 Jahren zu finden. Ja, es muss wohl noch so eine Art Beiakte geben. Und ja. In dieser ganzen Beiakte von dem Unfall von vor 20 Jahren, da sind die ganzen unwichtigen Dokumente mit drin und die müsste hier irgendwo sein vielleicht. Also normalerweise liegen alle Akten immer zusammen auf einem Stapel. Ja. Dann können wir höchstens noch mal gemeinsam gucken, dass ich
Gerne, ja. Du bist nach Jahren sortiert. Warten wir mal, Chef, wo ich helfen kann. Gemeinsam mit dem Beamten der Staatsanwaltschaft durchforstet Anwalt Gödings hunderte alte Akten. Seine Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ah. Was gefunden? Ja. Na, haben Sie noch mal Glück gehabt. Und zwar haben wir hier die Zeugenvernehmung des Herrn Martin Rentel, das ist er. Damals 18 Jahre alt. Das ist der spannende Teil. Genau. Haben Sie gesehen, wie Herr Ahrens den Unfall verursacht hat? Nein, da meine Brille beschlagen war. Ich kam zu diesem Zeitpunkt gerade aus der Kneipe. Klingt ja nicht gerade sehr erfolgreich. Doch. Doch, das ist gut. Der Zeuge hat nämlich gelogen. Und damit haben wir ihn. Stefan Ahrens wurde gegen seinen Willen von seiner älteren Tochter Marianne in ein Heim verfrachtet. Anwalt Gödings vermutet, dass hinter Mariannes Ablehnung noch etwas anderes steckt. Tatsächlich wirft sie ihrem Vater vor, den Tod der Mutter vor 20 Jahren verschuldet zu haben. Rechtsanwalt Gödings will Stefans Unschuld beweisen und trifft sich mit einem damaligen Augenzeugen. Sie wollten mir nicht sagen, worum es geht am Telefon. Genau, deswegen sind Sie ja hier. Bitte, nehmen Sie Platz. Ja, ich erkläre es Ihnen sofort. Werde ich verklagt oder was? Nein, um Gottes Willen, Herr Rentel, hier will Sie keiner verklagen. Nein, es geht um den Fall Ahrens und um Ihre Zeugenaussage, die Sie damals gemacht haben. Und da möchte ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Was? Das ist 20 Jahre her. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, ich habe damals schon alles gesagt. Ja, sehen Sie, und das ist genau so ein bisschen mein Problem. Ich möchte auch gleich zur Zeugenaussage kommen. Sie haben damals gelogen. Was? Nein, ich habe nicht gelogen. Natürlich haben Sie gelogen. Ich sage Ihnen auch, warum. Sie haben damals zu Protokoll gegeben, dass Ihre Brille beschlagen war und dass Sie deswegen nicht gesehen haben, wie das Auto kam. So, jetzt sage ich Ihnen aber mal was. Wenn man vom Kalten ins Warme geht, dann beschlägt die Brille. Sie sind aus der Kneipe gekommen, deswegen sind Sie vom Warmen ins Kalte. Dann beschlägt eine Brille nicht, Herr Rentel. Ja, daran kann ich mich nicht so genau erinnern. Ja, wissen Sie, wenn es da steht, okay, ja, gut. Ist auch nicht so wichtig. Sie haben gelogen, das weiß ich, das wissen Sie. Was mich nun interessiert ist, warum haben Sie gelogen? Ich habe nicht gelogen, das stimmt nicht. Ich habe damals alles zu Protokoll gegeben. So, und für sowas habe ich keine Zeit, ich muss gehen. Herr Rentel, warten Sie ganz kurz. Ganz kurz, eine Sache. Bitte, ich muss Ihnen was sagen. Die Sache ist verjährt, es wird Ihnen nichts passieren. Ehrlich? Es mir passiert nichts. Ich kann Ihnen die Rechtslage, kommen Sie noch mal kurz rein. Ich kann Ihnen die Rechtslage auch gerne noch mal darlegen. Es wird Ihnen nichts passieren. Die Sache ist verjährt. Und Sie würden nicht nur mir, nein, Sie würden auch meiner Mandantschaft, die wirklich davon abhängig ist, einen sehr großen Gefallen erweisen. Bitte. Also, ich war schuld. Dann erzählen Sie doch mal. Ich bin damals aus der Kneipe gekommen. Ich habe es eilig gehabt und habe nicht auf die Straße geschaut. Der Wagen hat nur ganz kurz gebremst, ist dann ausgeschert und gegen die Leitplanke gedonnert. Und als ich dann erfahren habe, dass da jemand bei gestorben ist, habe ich Angst gehabt, ins Gefängnis zu kommen. Und ich habe mich so geschämt. Und deswegen habe ich mir das mit der Brille ausgedacht. Gut, Herr Rentel, ich finde das wirklich toll, dass Sie hier die Wahrheit gesagt haben. Damit haben Sie meiner Mandantin und mir sehr geholfen. Ja. Auch wenn das verantwortungslos war, was Sie damals gemacht haben. Ja, aber ich möchte jetzt trotzdem gehen. Okay. Gut. Herr Rentel, dann nochmal vielen Dank. Ja. Dann kommen Sie gut nach Hause, ja. So I say, oh, my friend, you're holding out your hand. Direkt am nächsten Tag macht sich der Anwalt auf den Weg in das Pflegeheim, um seine Ermittlungsergebnisse den Ahrens mitzuteilen. Er hat nur noch diese eine Chance, Frieden zwischen den Schwestern zu stiften. Er muss Marianne von der Unschuld ihres Vaters überzeugen. Jetzt geht es wirklich um alles oder nichts. Heute Morgen kam der Beschluss des Gerichts und die Anfechtung der Vollmacht wurde zurückgewiesen. Das bedeutet, dass Marianne Ahrens die Vollmacht für ihren Vater behält. Und es bedeutet aber auch, dass wir jetzt nur noch eine einzige Chance haben. Wir müssen Marianne Ahrens davon überzeugen, dass sie einsichtig wird, wenn mitgeteilt wird, dass ihr Vater unschuldig am Unfalltod der Mutter ist. Denn das trägt sie ihm ganz offensichtlich noch nach. Frau Ahrens, hallo. Schön, dass Sie es einrichten konnten. Was wollen Sie denn jetzt so drin? Ja, ich wollte noch mal... Entschuldigen Sie, ich war noch bei Papa. Ja, was wollt ihr mir sagen? Hallo. Ja, es geht um den Unfall Ihrer Mutter. Und den haben wir noch mal aufgewickelt. Und wir haben festgestellt, ja, dass Ihr Vater unschuldig am Unfalltod Ihrer Mutter ist. Nein, das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Wir haben einen Zeugen gefunden. Und dieser Zeuge kann aussagen und ist auch verantwortlich dafür, dass
Ihr Nein. Vater unschuldig ist. Das kann nicht sein. Nein. Frau Ahrens? Der Zeuge lügt. Der lügt nicht. Der hat die Wahrheit gesagt, Frau Ahrens. Das glaube ich nicht. Nein. Doch, das kann nicht sein. Marianne, was brauchst du noch für Beweise? Papa ist nicht schuldig. Glaub es mir. Ich weiß Nein. es ganz genau. Papa ist schuld am Tod unserer Mutter. Frau Ahrens, jetzt hören Sie mal kurz zu. Ich weiß, dass der Tod Ihrer Mutter Ihnen sehr nahe geht. Das kann ich verstehen. Aber es ist auch so, dass sich Ihr Vater sowohl um Sie als auch um Ihre Schwester fürsorglich gekümmert hat, obwohl Ihre Mutter ihn betrogen hat. Ja? Er war für Sie da. Jetzt seien Sie auch für ihn da. Ich glaube das trotzdem nicht, dass das Marianne, nicht bitte sein. Lass mich Papa pflegen, bitte. Nein, nein, ich will jetzt eigentlich auch nichts mehr hören. Lass mich jetzt in Ruhe. Nein, das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Tja, also ich weiß, dass es jetzt nicht sehr erfolgreich war, das Gespräch. Sonst scheint es zumindest auf den ersten Augenblick, aber wir werden hier weitermachen, ja? Wir werden kämpfen, bis Ihr Vater aus dem Heim raus ist. Ja, aber wenn sie uns nicht glaubt, dann bleibt er für immer hier. Schauen wir mal, was die Information mit ihr macht. Ich glaube, ein bisschen was hat man da gesehen. Hm? Komm, jetzt gehen wir zu ihrem Vater und erzählen ihm, wie die Geschichte hier verlaufen ist. All my life, I was never there, just a ghost. Marianne hat sich einen Tag Bedenkzeit erbeten. Am nächsten Tag treffen sich die Beteiligten im Pflegeheim. Alle sind gespannt, wie sich die Schwester entschieden hat. Ich habe so eine Angst, dass ich für immer hier bleiben muss. Herr Ahrens, nein. In diesem Gefängnis. Machen Sie sich da keine Sorgen. Wir lassen Sie jetzt nicht mehr im Stich. Ja. Okay? Bitte. Und selbst wenn Marianne ihre Meinung ändert, dann kämpfen wir hier weiter. Marianne, ja. Komm. Marianne? Marianne, wie hast du dich entschieden? Ich habe nachgedacht und es tut mir total leid, Marianne. Oh, es tut mir so leid. Es tut mir leid. Jetzt kann Papa wieder nach Hause. Ja. Papa. Ich komm wieder heim. Ja, es tut mir so leid. Die ganzen Jahre habe ich gedacht, dass du an dem Tod von Mama schuld bist und habe dich ins Heim verfrachtet. Ja. Es tut mir so leid. Und Dina, mir tut es dir gegenüber auch so leid. Ich bin so froh, dass du für Papa gekämpft hast, sonst wäre die Wahrheit nie rausgekommen. Aber jetzt ist alles wieder gut und Hauptsache Papa kann nach Hause und wir sind wieder eine Familie. Ja. Komm, Papa. Danke euch, danke. Ja, das sieht doch sehr schön aus. Ich lasse hier an der Stelle, glaube ich, besser allein, Herr Ahrens. Machen Sie es ganz gut, ja? Vielen Dank, Herr. Ich habe Ihren Namen. Gödings wäre es gewesen, mache nichts. Vielen Dank. Gerne. Danke, Herr Gödings, ja, danke. Tschüss. Gott sei Dank ist Marianne Ahrens einsichtig geworden und alles hat sich zum Guten gewendet. Jetzt haben die beiden Schwestern genügend Zeit und auch genügend Ruhe, um gemeinsam darüber zu entscheiden, wie sie die Pflege ihres Vaters regeln wollen. Ach, sind wir glücklich. Endlich können wir wieder nach Hause. Ja. Ihr nehmt mich mit. Ihr lasst mich ja nicht mehr im Heim. Nein. Wir sind alle wieder zusammen. Wir sind wieder eine Familie. Ja. Ja, meine Kinder. Ach, wird es schön. Ich freue mich. Ja. Nach den vielen Unstimmigkeiten der vergangenen Tage haben die drei Ahrens und Jan endlich einen Kompromiss gefunden. Dina und Jan wollen zu Stefan ziehen, um ihn besser betreuen zu können. Auch Marianne bindet sich immer mehr in die Pflege ein. Stefan ist glücklich zu Hause und mit seinen Töchtern im Reinen zu sein.